Wir stehen hier vor der Bahnhofsmission im Kölner Hauptbahnhof auf Gleis 1. Und die Bahnhofsmission ist im ganzen Jahr für die Menschen da, die Hilfe brauchen. Entweder auf der Reise oder weil sie hier gestrandet sind, weil sie vor Gewalt geflohen sind oder obdachlos sind. In dieser Bahnhofsmission wird ganz, ganz viel getan für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Und das wird mit sehr, sehr viel Nächstenliebe und mit sehr, sehr viel Engagement getan. Und da wollten wir auch einfach mal Danke sagen. Denn wir glauben alle, dass die Obdachlosen oder die Menschen auf der Straße auch einen Anspruch haben, das Recht auch haben, ein Impfangebot zu bekommen. Und darauf möchten wir gerne hinweisen und sensibilisieren. Seit mehr als 25 Jahren macht das Gesundheitsamt der Stadt Köln ein Angebot für Obdachlose, für Bedürftige. Und das geschieht eben gerade im Bahnhofsumfeld, wo viele Betroffene sind. Die bieten da eine Sprechstunde an, regelmäßig, mehrfach in der Woche, unentgeltlich, wo die Menschen eine gute allgemeinmedizinische Versorgung bekommen. Die Bahnhofsmission ist in Köln immer ganz nah dran am Leben und darum eben auch am Karneval. Und darum ist das so großartig, dass das Dreigestirn auch die Bahnhofsmission besucht. Ja, wir drei haben ja extra Instrumente gelernt mit unseren Jungs aus dem Regiment Spielmannszug. Das heißt, der Björn spielt die dicke Pauke, der Gero spielt das Trömmelchen und ich spiele die Lyra. Und das macht immer wieder Spaß, mit den Jungs gemeinsam ein wenig Musik zu machen. Wir möchten uns bei den Dreigestirnen, beim Festkomitee und bei den Altstädtern bedanken, dass sie uns in dieser Mission unterstützen. Denn nach unserem Motto, Bahnhofsmission possible. Bleib mal von Köln!